ist da schon jemand. Hallo? Sie haben gerufen. Unsere Mitarbeiterin Jasmin. Atemnot. Bitte kommen Sie drin. Ja. Der Restaurantbesitzer macht sich große Sorgen um seine Angestellte. Denn die 17-jährige Jasmin ist nicht nur seine Auszubildende, sondern auch die neue Freundin seines Sohnes Niklas. Die junge Frau ringt panisch nach Luft. Was passiert? Ich komme, Luke. Helfen Sie bitte. Schnell. Schnell zeigte sie mit ihren Fingern, wie so ein Inhalator letztendlich nachmachte. Und dann wussten wir sofort, okay, da hier konnte es sich nur um einen Asthmaanfall handeln. Schön gegen den Widerstand ausatmen. Klinik am Südring, die Familienhelfer. Jasmin! Jasmin! Okay. Mensch, Mädchen, hier. Ich bin die Mutter. Okay. Sie hat sie hat das mal wieder zu Hause vergessen. Du hast Asthma? Okay. Hat sie dir das nicht gesagt? Nee. Nee? Mhm. So. Und hilft? Ja, ist besser. Ja. Das letzte Asthma bei ihr wurde ausgelöst vor 3 Jahren durch die Scheidung von meinem Ex-Mann. Und wir haben das mit einer Familientherapeutin eigentlich ganz gut in den Griff bekommen. Und ich habe eigentlich gedacht, die Sache wäre erledigt. Im Vorfeld hatte sie sich auch übergeben, also... Wie, du hast dich übergeben? Wann war das heute denn? Heute oder was? Gestern einmal, ja. Ja, und warum weiß ich davon nichts? Ich habe was Falsches gegessen oder so, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir hatten auch ziemlich viel zu tun in letzter Zeit. Ja, aber trotzdem sprechen wir sonst eigentlich über alles. Jasmins Mutter hat einen Verdacht, was den Asthmaanfall ausgelöst haben könnte. Die Alleinerziehende bittet deshalb den Sanitäter um ein Gespräch unter 4 Augen. Sie möchte aus gutem Grund nicht vor allen Anwesenden über ihre Vermutung sprechen. Das ist ja ein psychosomatisches Asthma, was sie vor 3 Jahren schon mal hatte aufgrund der Scheidung. Wir hatten da auch eine Familientherapeutin mit bei. Mit der Übelkeit jetzt, sie hatte vor kurzem sich einen Termin beim Frauenarzt gemacht. Ich finde das schon sehr merkwürdig, ne? Ich vermute fast, dass sie schwanger ist, weil sie einen Termin hatte beim Frauenarzt. Ich hatte es im Kalender gesehen. Das Übergeben, es würde alles zusammenpassen. Wir hatten diese Situation schon einmal, wenn du dich dran erinnerst. So, das kommt ja jetzt nicht von ungefähr. Ja, und das ist auch weggegangen. Oder hast du mir irgendwas zu sagen? Nein, habe ich nicht. Sicher? Sicher. Ganz sicher? Ganz sicher. Ich würde sagen, da reden wir zu Hause dann nochmal. Nee, da brauchen wir nichts reden. Ist gut jetzt. Letztendlich war es ja in diesem Fall so, dass es ja ein psychosomatischer Auslöser war für diesen Asthmaanfall. Dies kann natürlich auch noch andere Gründe haben. Auch in Bezug mit der Schwangerschaft sollte da definitiv Schritte eingeleitet werden, um die Wurzel des Problems letztendlich zu erkennen und zu lösen. Aus medizinischer Sicht können die Sanitäter fürs Erste Entwarnung geben. Doch wie sich schon bald herausstellen soll, hat die 17-jährige Auszubildende tatsächlich ein Geheimnis, das sie vor ihrer Mutter weiter verbirgt. 3 Tage später hängt der Haussegen deswegen immer noch schief. Ich hab dir was mitgebracht. Was denn? Was das ist, weißt du? Ja, weiß ich. Ich möchte, dass du den machst. Kannst haken. Ja, wie kann ich haken? Du bist so scheiße im Moment und ich möchte gerne... Weißt du, was ich damit jetzt mach? Ja, du gehst jetzt ins... Ja, super. Ganz klasse. Um zwischen Mutter und Tochter zu vermitteln, hat sich für heute Sabine Decker angekündigt. Die Familientherapeutin kennt Jasmin bereits, weil sie die 17-Jährige auch während der Scheidung ihrer Eltern betreut hat. Wenn du denn nicht schwanger bist, ne? Das ist bestimmt für dich. Wenn nicht du nicht schwanger bist, dann könntest du den Test ja wohl auch ohne weiteres machen, oder wie sehe ich das? Ist klar, wieder abhauen, ne? Das ist so typisch für dich im Moment. Als ich hier bei Familie Rothe ankam, das war ja nur wirklich eine ganz ungewöhnliche Situation, dass ich einen Schwangerschaftstest beim Reingehen auf dem Eingangsweg gefunden habe. Da habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, was das wohl zu bedeuten hat. Während Barbara Rothe und ihre Tochter früher ein eingespieltes Team waren, kommt es seit einigen Wochen immer wieder zu Streit. Jasmin ist ihrer Mutter gegenüber abweisend und ungewohnt zickig. Ein Verhalten, das der 45-Jährigen aus mehreren Gründen stark zu denken gibt. Und da vermuten Sie jetzt, dass sie schwanger ist? Die Vermutung habe ich ja aus dem einfachen Grunde, sie war beim Frauenarzt, hatte angeblich nur eine Routineuntersuchung. Sie hat auf der Arbeit sich übergeben, wusste ich auch nichts von, hat sie mir auch verheimlicht oder beziehungsweise nicht darüber gesprochen, habe ich auch erst durch den Chef erfahren. Und deswegen liegt die Vermutung natürlich nahe, ne? Jo, kann ich nachvollziehen. Also. Außer ihren neuen Freund Niklas lässt Jasmin offenbar niemanden mehr an sich heran. Da sich die 17-Jährige ihrer Mutter partout nicht anvertrauen will, möchte Familientherapeutin Sabine Decker ihr Glück versuchen und möglichst an alte Vertrautheit anknüpfen.
Mama macht sich Sorgen um dich, ne? Ja. Weil das blöde Asthma wiedergekommen ist nach der ganzen Zeit jetzt. Wenn es wenigstens das wäre, worum sie sich Sorgen machen würde. Ich meine, ich habe ja jetzt eine neue Arbeit, Restaurantfachfrau, ich habe einen neuen Freund jetzt seit einem Monat. Und wir sind auch mega glücklich und jetzt beschuldigt sie mich einfach nach einem Monat, dass ich schwanger bin. Und das verstehe ich halt überhaupt gar nicht, weil eigentlich müsste sie mich gut genug kennen, um zu wissen, dass ich sowas nicht direkt mache. Vor allem, weil wir halt auch eigentlich über alles reden, dann würde ich ihr doch sowas sagen. Und ich glaube auch nicht, dass sie, wie sie jetzt auf einmal drauf kommt, dass ich ihr sowas nicht erzählen würde. Und du bist sicher, dass du nicht schwanger sein kannst, oder? Wir sind gerade mal einen Monat zusammen, wir haben noch nicht mal miteinander geschlafen. Ach, ihr habt dann noch gar keinen Sex? Nein. Na, dann kannst du auch nicht schwanger sein. Das habe ich ihr sofort geglaubt und ich hatte auch keinen Anlass, irgendwie sonst zu denken, dass sie da nicht ehrlich mit umgeht. Aber irgendetwas musste es ja sein, was sie so belastet. Und ich hatte in dem Moment noch überhaupt keine Idee, was das sein konnte. Hast du denn irgendeine andere Erklärung, was dich so stresst, dass du diese Asthmaanfälle wieder kriegst? Ja, eigentlich nicht. Ich habe halt in letzter Zeit ein bisschen viel gearbeitet, weil ja einer weggefallen ist. Aber das macht mir auch eigentlich Spaß. Oh, darf ich mal eben stören? Ich habe dir jemanden mitgebracht. Aha. Das ist der Freund. Ah, das ist der. Ja. Bei dem? Klar. Niklas. Und der heißt? Niklas. Niklas. Hi. Grüß dich, Niklas. Sabine Decker. Hallo, Frau Decker. Ja, ich bin heute hier, weil wir wollen uns ein bisschen unterhalten mit der Jasmin, weil wir uns um die ja geht schon wieder los? Was ist jetzt? Sie wird gerade wieder asthmatisch. Das ist das Asthma-Spray. Ja, und das ist das, was ich meinte. Und das hatten wir ja vor 3 Jahren auch schon mal, ne? Aha, Jasmin, was ist los? Wieso geht das jetzt gerade los? Ja, ich weiß nicht, wieso. Alles ein bisschen aufregend? Kann das irgendwie mit deinem Eintreffen zusammenhängen? Hast du da irgendeine Idee? Das war natürlich schon sehr interessant, dass das ja offenbar dann irgendwas mit dem Erscheinen von Niklas zu tun hatte und dass die Beziehung doch scheinbar nicht ganz so unbelastet war, wie sich das vorher angehört hatte. Mir fällt was ein, wir machen da am besten zusammen mal so eine kleine Aktion, die uns vielleicht darüber ein bisschen was verrät, was das vielleicht mit euch beiden sogar zu tun haben könnte. Das machen wir am besten unten. Sollen wir mal runtergehen, alle? Die erfahrene Therapeutin ist inzwischen davon überzeugt, dass Jasmins Asthmaanfälle in direktem Zusammenhang mit ihrem neuen Freund und Arbeitskollegen Niklas stehen. Um herauszufinden, ob das junge Paar womöglich irgendetwas verheimlicht, möchte Sabine Decker mit den beiden eine Übung machen. Da würde ich euch mal bitten, dass ihr jeder mal so drüber nachdenkt, wenn ihr den anderen und eure Beziehung zum anderen mit so 3 verschiedenen Symbolen irgendwie ausdrücken solltet, was so dafür steht, dann wählt ihr mal die 3 jeweils aus, die das am besten treffen. Häufig ist es dann ja hilfreich, mit so Sachen wie diesen Symbolkarten zu arbeiten, weil es dann oft leichter fällt, dass man da so ein bisschen mit der Sprache im Symbolischen rausrückt. Für das Engelchen-Emoji habe ich mich entschieden, weil du so ein Engel bist. Oh. Für den, weil ich so strahle, wenn ich dich sehe, weißt du? Und dieses Kleeblatt, weil ich so glücklich bin, dich kennengelernt zu haben. Okay, Jasmin, was wären denn bei dir die 3, die das am treffendsten beschreiben? Ich glaube, den würde ich sogar übernehmen. Den da. Oh. Und den da. Also die Herzaugen natürlich auch, weil ich mich einfach immer mega freue, wenn ich ihn sehe. Und weil dann irgendwie alles gleich besser wird. Den, weil ich ihn am liebsten immer um mich rum haben würde. Mhm. Und den, ja, man wart halt gemeinsame Geheimnisse. Aha, das gehört zu einer Beziehung auch dazu, ja? Geheimnisse zu bewahren. Sie hat ja dann diese Symbolkarte gelegt für das Geheimnis. Und damit kam mir dann der Sache ja auch langsam schon auf die Spur, worum es ging. Könntet ihr euch vorstellen, dass es da so ein Geheimnis gibt, was ihr wirklich die Luft zum Atmen nimmt? Was sie so sehr belastet? Gibt es da sowas? Ja, ich könnte mir vielleicht schon vorstellen, dass das da so ein Geheimnis geben könnte. Was ihr beide miteinander teilt, so ein Geheimnis. Darf ich? Erzähl. Ja, es war halt so im Restaurant und es war nach Schluss.
Ich bin dann halt in den Nebenraum gegangen und dann habe ich halt Niklas gesehen, wie er Geld aus der Kasse genommen hat. Ui. Und er hat mir aber auch versichert gehabt, dass er das beim nächsten Gehalt direkt wieder zurücklegen wollte und sich das nur ausleihen wollte, weil er irgendwas holen wollte. Und dann haben wir es halt dem Jan, also seinem Vater, nicht gesagt. Okay. Und dann war das aber irgendwie, dann hat er es direkt gemerkt und hat dann den Florian rausgeschmissen. Wer ist Florian? Ein Kollege dann, oder? Ja, er ist ein Arbeitskollege von uns und er wurde halt wegen Diebstahl entlassen. Und dann war das halt alles so ein bisschen an dem Punkt vorbei, wo man es hätte gestehen können. Okay. Und ja, ich habe halt ihm versprochen, dass ich nichts sag, und weil wir halt auch frisch zusammen sind und ich wollte ihn da auch nicht irgendwie auflaufen lassen oder ihm da irgendwas Böses tun. Ja. Und deswegen habe ich es halt für mich behalten gehabt. Und ja, anscheinend hat mich das doch mehr belastet, als ich gedacht habe. Seitdem hast du die Asthmaanfälle wieder. Hm. Das hast du nicht gewollt, oder? Nein, keinesfalls. Es war mein Plan, das Geld unverzüglich zurückzugeben, sobald ich mein nächstes Gehalt erhalte. Mhm. Ich wollte ihr nur ein schönes Geschenk zum vielfältigen Bestehen unserer Beziehung. Du wolltest ihr ein Geschenk kaufen, Frau. Du wolltest es für mich holen? Ja. Och, je, das ist aber schwer schief gegangen dann. Hm? Die sind so ein süßes Pärchen und das ist so schade für die, dass direkt der Anfang der Beziehung belastet ist von so einem dunklen, bösen Geheimnis wie diesem Diebstahl. Und ich finde es absolut nachvollziehbar, dass die Jasmin da so drunter leidet und dass das der Auslöser für die Asthmaschübe wieder war. Wir müssen da echt unbedingt sehen, dass wir die Sache klären und dass die beiden dann unbeschwert ihre Beziehung nochmal starten können. Ja, wie kommen wir da wieder raus aus dem Ding? Ich werde das Geld auf jeden Fall zurückgeben, aber kann man jetzt, wo es schon raus ist, irgendwie dafür sorgen, dass Florian wieder eingestellt wird und seine Ausbildung zu Ende machen darf? Also ich glaube, wenn du den Mut hast, das deinem Vater zu erzählen, wie das war, das erfordert natürlich echt eine Menge Mut. Aber es ist ja bestimmt nicht in deinem Sinne, dass die Jasmin darüber krank wird. Nein, natürlich nicht. Vielleicht ist das eine Lösung, dass wir da alle zusammen mit dem Vater sprechen und ihn zusammen bitten, dass er den Florian wieder einstellt. Und du das Geld, kannst es denn zurückzahlen? Natürlich, nächsten Monat sofort. Ja, okay. Ich könnte mir vorstellen, dass mit so einem klärenden Gespräch, wenn der Vater sich dann darauf einlässt, auf eine Entschuldigung und auf vielleicht eine Wiedergutmachung, dass es damit dann auch tatsächlich aus der Welt geschaffen ist, das Problem. Und dass es dann Jasmin auch wieder besser geht körperlich. Ich muss mich noch mal bei dir entschuldigen. Komm mal her. Ich hab doch gesagt, ich bin schwanger. Dank Sabine Deckers Unterstützung hat Niklas den Mut gefasst, seinem Vater und Chef den Diebstahl zu beichten. Wider Erwarten hat der Restaurantbesitzer seinem Sohn verziehen und auch den zu Unrecht gekündigten Kollegen sofort wieder eingestellt. Seit die Wahrheit endlich raus ist, hatte Jasmin keinen Asthmaanfall mehr.